melde in die Stube Sierra 214 mit 2 Soldaten belegt, 2 Soldaten anwesend, 2 Soldaten in der Mittagspause. Danke, rühren, Kameraden. Wohl rühren. Und Sprung! Das Rote Schloss am Meer, die Marineschule Mürwik. Eines der größten Backsteinbauwerke Nordeuropas. Täglicher Schulbetrieb für den Marinenachwuchs, dem hier einiges abverlangt wird. Dabei spielen Tugenden wie Fleiß, Ordnung und Gehorsam eine zentrale Rolle. Die Schule ist natürlich von ihrer Anlage her faszinierend. Sie können sich am Anfang ganz leicht verlaufen. Ja, das ist wie so ein riesengroßer Irrgarten. Diese militärische Anlage, Marineschule Mürwik, suggeriert vielleicht auch mehr den Aufenthalt in einem Wohlfühlinternat. Das hier ist berufsvorbereitende Ausbildung für den Beruf, den die jungen Menschen gewählt haben, Offizier der Bundeswehr zu werden. Achtung! Herr Staatsschutzmann, Freiherr Schulz, ich melde Stube Sierra 215 mit 2 Soldaten belegt und 2 Soldaten in der Stube angetreten. Die Stube ist aufgeklärt, gelüftet und klar zur Runde. Danke, rührt euch! Sehr gut, sehr gut. Einmal die Pütze aufmachen. Jawohl, perfekt. Danke. Der Spieß, auch Mutter der Kompanie genannt, ist aber längst nicht immer auf Anhieb zufrieden. Es kann also sein, dass wenn das öfter mal vorkommt, dass es hier nicht ordentlich und sauber ist, dass wir dann entsprechend eben ein zusätzliches Reinschiff, also ein Stuben- und Revierreinigen ansetzen, was auch gerne mal in die Freizeit hineingeht und auch gerne mal an einem Freitag. Und daraus, ja, da lernen die Kameraden meistens und machen das auch nicht wieder. In der Marineschule gibt es nur 2-Mann-Stuben. Die Offiziersanwärter müssen sich mit den Gegebenheiten arrangieren, kompromissbereit sein. Achtung! Ja, weil nachts Fenster auf, Fenster zu, Gardinen auf, Gardinen zu. Ich schlafe gerne mit offenem Fenster und offenen Gardinen. Da muss man sich halt abfinden. Wenn man jetzt die 2-Tages-Regelung eingeführt, ist ein Tag Fenster offen, ein Tag Fenster zu. Und so einigt man sich dann. Es ist ein Leben mit Kompromissen, ja. Man muss gegenseitig aufeinander eingehen. Kompromisse eingehen, aber dann funktioniert das auch wunderbar. Der Teamgeist unter den Marineschülern wird hier schon früh morgens gelebt. Kaum einer geht allein zum Frühstück. Es ist 6:20. Bald schon heißt es antreten auf dem Platz vor der Schule, täglich um 7:00. Stillgestanden. Richt euch. Augen gerade aus. Guten Morgen, Hörsaal 33. Guten Morgen, Herr Kaloy. Rührt euch. Die Klassenverbände heißen hier Hörsäle. Jeder Hörsaal hat einen eigenen Stundenplan, gespickt mit theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten. Jeweils angeleitet von Truppenfachlehrern, die gern in der Marineschule arbeiten. Ich kenne ja auch den Ausbildungsbetrieb an allgemeinbildenden Schulen. Ich finde es dort viel, viel hektischer als hier. Hier haben wir natürlich nicht das Disziplinproblem. Die Lehrer wissen schon, was von ihnen erwartet wird. Und die Unterrichte fangen ja auch zum Beispiel ganz, ganz eigenwillig für Außenstehende an. Mr. Boye, OC Palm reporting Platoon 35, ready for English instruction. All present and accounted for? Present 16 from 20. Thank you very much. Aus der Reihe mag hier kein Schüler tanzen. So überrascht es auch nicht, dass bei der Vokabelabfrage alle Hände hochgehen. Im Bootshafen beginnt für einen weiteren Hörsaal die Motorbootausbildung. Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter müssen in der Lage sein, ein Boot sicher zu steuern. Das Übungskommando lautet heute: Boje über Bord. Sie dürfen im Anlauf nicht so hektische Ruderbewegungen machen. Kleine Ruderbewegungen, das langt zu. Ja? Okay. Wirklich kleine Ruderbewegungen. Wenn wir einmal aufkommen müssen, um die Drehung aufzufangen, ist das in Ordnung. Und nachher nur noch kleine Bewegungen machen. Ja? Ein weiterer Versuch. Klar machen zum Bojefischen auf Steuerbordseite. Nur wer gut im Team arbeiten kann, Lust auf besondere Herausforderungen hat, ist hier richtig. Ich habe es eigentlich aus den Gründen gewählt, weil ich halt eben viel Verantwortung übernehmen wollte. Ich hatte auch gedacht, zur Polizei zu gehen vorher. Hat leider nicht geklappt und ich habe mich nebenbei auch noch dann bei der Bundeswehr beworben und beim Zoll. Und da die Bundeswehr dann auch sehr schnell geantwortet hat und das alles sehr gut funktioniert hat, dann habe ich mir eben gedacht, Bundeswehr probiere ich. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Auffällt, immer mehr junge Frauen zieht es zur Marine. Jetzt, wo altbekannte, oft zitierte Sprüche wie Frauen an Bord bringen Unglück ausgedient haben.
Also ehrlicherweise war ich früher, als es begann, ein Gegner der Frauen an Bord. Aber in der heutigen Zeit und auch kurz danach habe ich festgestellt, dass Frauen an Bord das Klima verbessern und dass wir eigentlich viele Ressourcen damals nicht genutzt haben. Augen geradeaus, zur Meldung an den Ausbilder, Augen rechts. Herr Oberbootsmann, Gefreiter Stelz, melde Pinasse 14, Segler zurück. Eintreten. Jawohl, eintreten. Höchste Aufmerksamkeit ist im Navigationsraum gefordert. Vor ihren Bildschirmen sollen die Marineschüler unterschiedlichste Szenarien auf dem Wasser durchspielen. Ich starte Ihre Übung mal. Dann können Sie alle mal versuchen, hier aus dem Hafen rauszufahren. Maximal 5 Grad Ruderlage, Herr Wunsch. Nicht zu viel, weil das Minenjagdboot dreht sehr schnell. Das ist sehr agil. Ja, und wir müssen jetzt an unserer Fregatte vorbeikommen. Oftmals ist es so, dass man diese technischen Gegebenheiten überprüfen muss. Ich muss eine Plausibilitätsprüfung machen. Stimmt das denn, was mir dieses bunte Bild sagt? Meine Sensoren, stimmt die Position? Das heißt, ich muss in der Lage sein, mit klassischen Methoden diese Verfahren, diese technischen Verfahren zu überprüfen. So hat hier die gute alte Seekarte längst noch nicht ausgedient. Das Navigieren anhand von richtigen Berechnungen müssen alle beherrschen. Also ruhig ein bisschen deutlicher schreiben. So eine Seekarte ist ein Verbrauchsmaterial. Und wenn ich sie kaputt gezeichnet habe, dann hole ich eine neue. Aber dann nehme ich wenigstens sicher am Seeverkehr teil. Okay? Ja. Super. Es war klar, dass es eher härter sein wird als in der Schule. Und damit ist es auch nicht zu vergleichen, finde ich. Ich persönlich habe jetzt auch für die Schule, auch während des Abiturs, recht wenig gelernt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das funktioniert hier überhaupt nicht. Und mit meinem Abitur, da bin ich gut durchgekommen. Aber also hier muss man wirklich bereit sein, sehr viel zu lernen. Im Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr in Neustadt stellen die Mürwiker Marineschüler ihren Mut und ihre körperliche Fitness unter Beweis. Bei schwerem Seegang wird der Seenotfall geprobt. Die Wellen machen hier schon dem einen oder anderen zu schaffen und auch, sag ich mal, die Hindernisse zu nehmen, zum Beispiel von da oben runter zu springen, ja, oder alleine auch den Seegang zu genießen. Man kann auch seekrank werden, das kommt auch hin und wieder vor in der Rettungsinsel. Das ist auch nicht ganz ohne, wenn da viele Leute drin sind. Und das ist schon sehr realistisch, das muss man schon sagen. Auch der Sprung aus über 6 Meter Höhe im Tarnanzug mit Rettungsweste sowie der anschließende Einstieg in die Rettungsinsel müssen geübt sein. Es ist halt besonders schwierig, dass man unter Stress mit vielen Kameraden, mit der Weste, wo man gar nicht einschätzen kann, wie viel Platz man hat, in die Rettungsinsel einsteigen muss und dann erstmal merkt, wie schwierig das im Ernstfall werden könnte. Das mit der Rettungsinsel ist eine Teamarbeit und man kennt das ja als Team in der Marine und von daher hilft man sich da gegenseitig, das geht schon. Bis auf 34 Stück gestanden, in die Mittagspause nach vorne. Für die Offiziersanwärter folgt nach der Grundausbildung ein selbstgewähltes Studium an einer der Bundeswehrhochschulen. Danach beginnt dann die eigentliche Laufbahn bei der Marine, zuerst einmal befristet. Ich habe mich jetzt ja für die 13 Jahre verpflichtet und wer weiß schon, was in 13 Jahren ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es die Gegebenheiten bieten, wenn die Bundeswehr mir sagt, okay, sie haben einen sicheren Job, wir geben ihnen das und sie gibt mir diese Sicherheit, um meine Zukunft weiter aufzubauen, dann würde ich auf jeden Fall unterschreiben für weitere Jahre. Längst nicht alle Offiziersanwärter werden Berufssoldaten auf Lebenszeit. Gut 2 Drittel kehren später in das zivile Leben zurück.